Der Blick auf das Wichtige des Tages. Guten Abend. Heute schauen wir auf diese Themen. Eklat bei Swiss. Die Fluggesellschaft kündigt nach monatelangen Verhandlungen den Gesamtarbeitsvertrag mit ihren Piloten. Freisinniges Prestigeprojekt. Pünktlich zum 50-Jahre-Jubiläum des Frauenstimmrechts stellen die FDP-Frauen ihre Initiative für eine Individualbesteuerung vor. Rollende Planung. Viele Wintersportler, die eine Ferienwohnung gebucht haben, kommen wegen der 5-Personen-Regel in die Bredouille. Gruß aus der Wüste. Sahara-Staub sorgt heute für einen Gelbstich am Schweizer Himmel. Und bewölkt am Sonntag zieht von Westen her Regen auf. Die Swiss steckt in turbulenten Zeiten. Da ist das Fluggeschäft, das unter der Pandemie leidet, und da ist der interne Zwist mit den Piloten. Heute ist es zum Eklat gekommen. Die Swiss kündigt den Gesamtarbeitsvertrag und bricht die Corona-Krisenverhandlungen mit den Piloten ab. Ein Scherbenhaufen mitten in der eh schon größten Krise der Swiss-Geschichte. Christoph Schneider. Die Swiss und ihre Piloten sind seit Monaten im Krisenmodus. Es geht um die Zukunft und eine Vereinbarung zwischen den Piloten und der Swiss zur Bewältigung der Corona-Situation. Doch die Swiss bricht diese Verhandlungen jetzt ab und kündigt den Gesamtarbeitsvertrag. Wir haben der Aeropair bereits letzten Sommer gesagt, dass der aktuelle GAV viele Elemente beinhaltet, die nicht krisentauglich sind. Vor allem nicht für eine Krise dieser Dimension. Gingen aber trotzdem in Verhandlungen für einen Übergangsvertrag, der jetzt aber nun gescheitert ist. Wir sind doch jetzt faktisch 9 Monate in Verhandlungen und haben einfach nicht diese Beiträge erhalten, die wir gebraucht hätten. Die Pilotengewerkschaft kritisiert das Vorgehen der Swiss scharf. Wir waren der Meinung, dass unser Angebot sehr gut war. Wir haben Einsparungen von 130 Millionen Schweizer Franken für die nächsten gut 2 Jahre angeboten. Dieser Entscheid der Geschäftsleitung der Swiss ist für uns der Tiefpunkt der Sozialpartnerschaft zwischen der Swiss und der Aeropairs. Dass die Swiss jetzt in der Krise den Gesamtarbeitsvertrag mit den Piloten kündigt, ist für die Gewerkschaft ein harter Schlag. Die größte Herausforderung für unsere Piloten ist die fehlende Perspektive. Die Zeiten sind grundsätzlich jetzt schon schwierig. Eine Rückkehr in unseren GAV nach der Krise wäre sehr wichtig gewesen, um die Motivation der Mitarbeiter hochzuhalten, hier gemeinsam durch diese Krise zu gehen. Der Vorstand der Gewerkschaft will in den nächsten Tagen über weitere Schritte entscheiden. Ob die Swiss Piloten entlässt, ist offen. Was sagt diese Eskalation aus über den Zustand der Swiss, aber auch über den Zustand der Luftfahrt generell? Einschätzungen von unserem Wirtschaftsexperten Andi Lüscher. Die Eskalation zeigt 2 Dinge. Erstens geht die Swiss offenbar davon aus, dass der Schaden durch Corona noch über viele Jahre hinweg zu spüren sein wird. Die Swiss muss sparen, um überleben zu können. Und beim Boden- und Kabinenpersonal ist nicht mehr so viel möglich, bei den besser bezahlten Piloten hingegen schon. Und zweitens zeigt die Situation, dass die Swiss hier ganz klar am längeren Hebel ist. Die Piloten sind quasi von ihr abhängig, denn weltweit sucht derzeit kein Unternehmen nach Piloten. Die Verhandlungsmacht der Piloten ist klein geworden. Wer heiratet, der tut das in der Regel aus Liebe und nicht mit Blick aufs Portemonnaie. Denn den Bund fürs Leben schließen lohnt sich finanziell gesehen nicht. Schließlich werden Paare gemeinsam besteuert. Das ist nicht mehr zeitgemäß, finden auch die FDP-Frauen. Sie haben deshalb heute auch mit Blick aufs 50-Jahr-Jubiläum des Frauenstimmrechts an der Delegiertenversammlung der FDP eine Initiative zur Individualbesteuerung vorgestellt. Es berichtet Urs Leuthardt. Am Bundeshaus machen Flaggen seit heute auf 50 Jahre Frauenstimmrecht aufmerksam. Und auch einige Meter weiter wird das Jubiläum gewürdigt. Wichtig ist mir vor allem, dass man daran erinnert, was unsere Vorfahrinnen und Vorfahren alles gemacht haben und wofür sie gekämpft haben, damit wir heute dastehen, wo wir stehen.
Passend dazu stellt die Präsidentin der FDP Frauen das neue Gleichstellungsprojekt der Partei vor, die Initiative zur Individualbesteuerung. Alle sollen unabhängig von ihrem Zivilstand besteuert werden. Weil Paare nach der Heirat gemeinsam besteuert werden, kommen sie schnell in die Steuerprogression. Heute ist es so, dass dieses Zweiteinkommen wegen der steuerlichen Belastung sich gar nicht wirklich rechnet. Und wenn dann bei Familien mit Kindern auch noch Drittbetreuungskosten dazukommen, dann kann es im schlimmsten Fall sogar so sein, dass mit Mehrarbeit gar kein Mehreinkommen schlussendlich unter dem Strich resultiert. Und das kann es einfach nicht sein. Doch die FDP hat bisher schlechte Erfahrungen mit ihren erst drei Initiativen gemacht. Die letzte, die Stopp-Bürokratie-Initiative, wurde 2011 mit zu wenig Unterschriften eingereicht. Peinlich für die FDP. Sie zeigen jetzt eigentlich der FDP Schweiz, wie das funktioniert mit Initiativen. Ja, das haben Sie jetzt so gesagt, aber ich sage mal so, wir können alle lernen, wir haben alle gelernt. Und wir werden jetzt diesen Weg gehen zusammen und wir werden dieses Goal schießen. Petra Gössi und die FDP könnten erfolgreich sein. Seit den letzten Wahlen genießt das Anliegen parteiübergreifend viel Rückhalt. Die FDP und Volksinitiativen, das war bisher keine Erfolgsgeschichte. Dass die FDP Frauen jetzt eine Initiative lancieren, ist ein cleverer Schachzug. Gleichstellungsfragen sind wichtiger geworden, die Frauen sind politisch auf dem Vormarsch. Und die FDP kann einen Gleichstellungsschub durchaus gebrauchen. Die Unterschriftensammlung sollte diesmal trotz Corona zu schaffen sein. Eigentlich wollte die FDP heute auch die Abstimmungsparolen für den Juni beschließen. Wegen technischer Probleme bei der digitalen Abstimmung verschob die FDP diese Traktanten aber auf morgen. Besser machte es die GLP, die sich heute ebenfalls zur virtuellen Delegiertenversammlung traf. Die Grünliberalen beschließen ein Ja zum Freihandelsabkommen mit Indonesien. Hier hatte sich die FDP bereits früher ebenfalls für ein Ja ausgesprochen. Zur Volksinitiative für ein Verhüllungsverbot sagen sowohl Grünliberale wie FDP Nein. Die Parolen zum EID-Gesetz haben beide ebenfalls früher beschlossen. Die Grünliberalen empfehlen ein Nein, die FDP sagt Ja zu der Vorlage. Die GLP fasst zudem zwei Parolen zu den Abstimmungen vom Juni. Zur Trinkwasserinitiative sagen die Grünliberalen Ja. Zur Initiative für ein Pestizidverbot beschließen sie Stimmfreigabe. Anders als die Grünen sagen die Grünliberalen also Ja zum Freihandelsabkommen mit Indonesien. Und das, obwohl das Abkommen über Palmölimporte von Umweltverbänden vehement kritisiert wird. Wie also passt das zu einer Partei, die Grün im Titel trägt? Erwin Schmidt. Es war ja immer ein Wunsch von mir, euch mal in Frutigen, im Berner Oberland, an einer Delegiertenversammlung begrüßen zu dürfen. Aber ich habe mir das ehrlich gesagt schon ein bisschen anders vorgestellt. Der Präsident alleine im Richtigen, die Delegierten zu Hause im Heimbüro. Etwa Nationalrat Roland Fischer, der sich für das Freihandelsabkommen mit Indonesien engagiert. Es ist aus meiner Sicht oder auch aus Sicht der ganzen Fraktion ein bisschen befremdlich, dass gerade bei diesem Abkommen eigentlich Widerstand aus Umweltkreisen kommt, weil halt eben das Abkommen im Bereich der Nachhaltigkeit schon fast ein Pionierabkommen darstellt. Rund 2% der Schweizer Palmölimporte kommen von hier, aus Indonesien. Das Palmöl wird auch in Zukunft vom Freihandel ausgeschlossen. Nur für nachhaltig produziertes Palmöl werden Zollrabatte eingeführt. Damit wollen die EFTA-Staaten die nachhaltige Produktion fördern. Die Schweiz will nicht die ganze Welt retten mit diesem Freihandelsabkommen. Aber es ist klar, dass die Schweiz einen wichtigen Beitrag damit leistet, um die Nachhaltigkeit im Bereich der Palmölproduktion zu verbessern, deutlich zu verbessern und das international zu etablieren. Die Delegierten folgten Vorstand und Fraktion in der digitalen Abstimmung. Mit 155 zu 10 Stimmen empfehlen sie, das Abkommen mit Indonesien anzunehmen. Nun nach Burma. Dort sind auch heute Tausende auf die Straße gegangen, um gegen den Putsch der Armee vor 5 Tagen zu demonstrieren. Das Militär reagiert auf die Ausweitung der Proteste mit einer drastischen Maßnahme, mit der Abschaltung des Internets.
Zu Tausenden marschieren heute Burmesinnen und Burmesen durch die Straßen der Wirtschaftsmetropole Rangun und fordern die Demokratie zurück. Wir protestieren, bis sie unsere Anführer wieder freilassen. Wir fordern die Freilassung des Präsidenten und wir wollen eine echte Demokratie. Auch im Ausland demonstrieren hunderte Exil-Burmesen, wie hier in Melbourne, und fordern die Freilassung ihrer Ikone Aung San Suu Kyi. Sie liebt unser Land. Sie ist wie eine Mutter. In Burma selber haben sich die Proteste bereits auch auf andere Städte ausgeweitet. Was sie alle eint, ist dieses Symbol, der Dreifingergruß. Schon im Nachbarland Thailand wurde er zum Zeichen der dortigen Regierungsgegner. Jetzt fordern auch die Protestierenden in Myanmar mit den erhobenen drei Fingern mehr Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit, wie einst in der Französischen Revolution. Die wachsenden Proteste machen die Militärregierung zunehmend nervös, wie die heutige Abschaltung des Internets zeigt. Bis jetzt sind die Proteste aber friedlich verlaufen. Wenn sich ein Land das Etikett Mutterland des Impfens verpassen darf, dann ist es Frankreich. Schließlich war Louis Pasteur der Erfinder des Impfprinzips. Geht es um die Impfstoffe gegen das Coronavirus, haben allerdings andere die Nase vorn. Frankreich könnte anhand der bestellten Impfdosen die Bevölkerung zweimal durchimpfen. Großbritannien hingegen hat sich so viel Vakzin gesichert, dass man alle gleich dreimal impfen könnte. Nicht nur das, Frankreich muss gar den ersten eigenen Covid-Impfstoff den Briten überlassen. Es berichten Orit Engbesen und Alexandra Gubser. Trüge er keine Schutzmaske, so hätte man dem britischen Premierminister Boris Johnson wohl eine gewisse Genugtuung angesehen. Der britische Premier besucht die Produktionsstätte der französisch-österreichischen Valneva in Schottland. Im Valneva-Labor in Saint-Herblain bei Nantes arbeiten die Forscher mit Hochdruck am Covid-Impfstoff. Geht alles gut, werden die ersten Impfdosen diesen Herbst ausgeliefert. Allerdings nicht an Frankreich, sondern eben an Großbritannien. Denn die Briten haben nicht nur die klinischen Tests, sondern auch den Ausbau der Fabrik in Schottland finanziert. Wenn ein Staat oder eine internationale Organisation das ganze Risiko übernimmt, dann hat man zwangsweise eine vertragliche Verpflichtung diesem Land oder dieser Organisation gegenüber. Das ist nur logisch. Dass die Briten den Franzosen 100 Millionen Impfdosen unter der Nase wegschnappen, hat einen Grund. In anderen Ländern gibt es eine staatliche Finanzierung. Deutschland hat CureVac unterstützt, die USA haben viel in Moderna gepumpt. Es gibt Staaten, die finanzieren die Biotech-Branche, andere nicht. Anders als Frankreich, das Großunternehmen wie Sanofi unterstützt, investiere Großbritannien bewusst auch in kleinere Unternehmen, um für kommende Entwicklungen gerüstet zu sein. Über die nächsten Jahre werden wir die Immunität sicher erhöhen und damit vielleicht jährlich impfen müssen. Dazu könnten die Vakzine weniger wirksam gegen neue Virusvarianten sein. Ich denke, deshalb hat sich die britische Regierung dafür entschieden, über die nächsten Jahre auch massiv in die Herstellung von Impfstoffen gegen neue Mutationen zu investieren. Denn solche werden mit Sicherheit auftauchen. The new variants that will crop up. Großbritannien betreibt eine Politik des offenen Scheckbuchs, die sich auszahlen könnte. Morgen ist es 50 Jahre her, dass sich die Schweizer Männer dazu durchrangen, den Frauen endlich das Stimm- und Wahlrecht zu geben. Das wird morgen unser Schwerpunkt sein. Heute aber schauen wir über die Grenze. Denn die Schweiz war bezüglich des Frauenwahlrechts ein europäischer Spätzünder. Biljana Gogic zeigt, wie und warum sich die Frauenbewegung in etlichen Ländern die politische Mitsprache früher erkämpft hat. In England erobern die Suffragetten, die Frauenrechterinnen, zu Beginn des 20. Jahrhunderts die Straßen. Sie fordern das Frauenwahlrecht mit Störaktionen und Hungerstreiks. Als die Männer 1914 in den Krieg ziehen, stellen sie ihre militanten Aktionen ein. Ein Beweis ihrer patriotischen Gesinnung. Seit 1906 dürfen Frauen in Finnland wählen. Dänemark, die Niederlande und Russland führen das Frauenwahlrecht während des Ersten Weltkriegs ein.
Die Historikerin Regina Wecker beurteilt das Kriegsende als wichtig für das Frauenwahlrecht. 1918 erhalten Frauen das Wahlrecht unter anderem in England. Sie müssen dort aber über einen Mindestbesitz verfügen und 30 Jahre alt sein. In England waren viele Frauen vermehrt erwerbstätig während des Krieges. Sie waren vor allem in Munitionsfabriken tätig und stellten damit auch kriegswichtige Güter her. Man konnte ihnen also nach dem Krieg nicht vorwerfen, sie hätten keine Berufserfahrung und könnten darum nicht wählen. In Deutschland dankt Kaiser Wilhelm II. 1918 ab. Die Weimarer Republik wird proklamiert. Die Sozialdemokraten verhelfen den Frauen zum Wahlrecht. In der verfassunggebenden Nationalversammlung hatten die Frauen bereits das Wahlrecht und die Sozialdemokraten hatten den höchsten Stimmenanteil. Sie konnten also dazu beitragen, dass in der neu geschaffenen Verfassung das Wahlrecht für Frauen verankert wurde. 1944 ist Frankreich im letzten Kriegsjahr. Doch das provisorische Parlament plant bereits die Nachkriegsordnung und billigt das Frauenwahlrecht. Die katholische Kirche galt als Bollwerk gegen das Frauenwahlrecht. Als aber der Papst seine ablehnende Haltung aufgab, hatte man in Frankreich Angst, dass bei einer Einführung des Frauenwahlrechts die katholische Kirche zu großen Einfluss in der Politik gewinnen könnte. Darum wurde das Frauenwahlrecht dann erst 1944 aufgrund von politischen Machtverschiebungen eingeführt. Das Ende des Zweiten Weltkriegs wirkt wie ein Katalysator. Viele europäische Länder führen das Frauenwahlrecht ein. Das Schlusslicht ist aber nicht die Schweiz, sondern 1974 Portugal und 1984 Liechtenstein. Wenn wir eines gelernt haben in dieser Pandemie, dann ist es rollende Planung. Was heute gilt, kann nächste Woche schon wieder anders sein. Das erschwert einiges, auch die Ferienplanung. So hat die sogenannte Fünferregel vielen, die für die Sportferien eine Wohnung gemietet haben, einen Strich durch die Rechnung gemacht. Wie man sich jetzt organisiert, Urs Schnellmann. Endlich Skiferien. Endlich weg aus dem Homeoffice, ab auf die Piste. Freude herrscht bei vielen Familien im Skigebiet Flumserberg. Mal im Schnee sein, Abwechslung zum Alltag, einfach mal in den Bergen, andere Atmosphäre. Man kann sonst nie einen Ausgang, keine Fasnacht ist und nichts. Vielleicht, dass wir wieder mal etwas machen können. Dass man jetzt wieder raus kann und ein bisschen frei ist und den Schnee geniessen kann. Auch Andrea Bösiger und ihre Freundinnen haben sich auf die Skiferien gefreut. Doch eines der Zimmer in ihrer Ferienwohnung bleibt leer. Die Fünf-Personen-Regel hat ihnen einen Strich durch die Rechnung gemacht. Wir wären siebte in die Ferien und sind vom Vermieter informiert worden, dass wir die Reisegruppe auf 5 reduzieren müssen. Und jetzt ist es so, dass wir zwei Kolleginnen, die nicht die ganze Woche wären gekommen, die haben sich eigentlich von sich aus zurückgezogen und gefunden, dass sollen wir gehen, die ganze Woche hier in die Ferien sind. Daniel Koller ist Chef einer der grössten Ferienwohnungsplattformen. Über 1000 Personen hat die Firma angeschrieben, die für mehr als 5 Personen gebucht hatten. Viele hätten jemanden zu Hause gelassen. Kriegen die Leute ihr Geld zurück? Ja, das kommt darauf an, ob das Ferienhaus einen Fixpreis hat oder ob es personenabhängige Preise hat. Wenn der Anbieter die personenabhängig macht, dann wird selbstverständlich dieser Anteil zurückvergütet. Einerseits kann man schauen, ob eine Reiseannulationsversicherung solche Kosten deckt. Andererseits natürlich schauen, was steht genau im Mietvertrag. Gibt es irgendeine moderate Stornoklausel? Auf jeden Fall das Gespräch suchen, rät der Konsumentenschutz. Andrea Bösiger hat eine kleine Reduktion bekommen. Die Fünferregel sorgt im Skigebiet für viel Diskussionsstoff. Die Daten der Wohnungsreservationen mit mehr als 5 Personen bleiben bei der Buchungsfirma und werden nicht an die Behörden weitergegeben. Und auch die Polizei setzt auf Eigenverantwortung. Generelle Kontrollen in Chalets seien hier nicht geplant, sagt die Kantonspolizei auf Anfrage. Kurz vor dem morgigen Auftakt der Ski-WM in Cortina sind die Männer heute noch ein Rennen gefahren. Und schon wieder brilliert ein Schweizer. Marco Odermatt schafft es beim Super-G in Garmisch-Partenkirchen in die Top 3. Im Ziel weiß Marco Odermatt, mit Startnummer 1 ins Rennen gegangen, noch nicht so recht, was seine Zeit wert ist. In der Endabrechnung reicht es dem Schweizer aufs Podest. Er wird Dritter und zeigt einmal mehr, dass er auch in den Speed-Disziplinen mehr als nur mithalten kann.
Vor Odermatt klassieren sich zwei Österreicher. Matthias Mayer, der Super-Ski-Olympiasieger von 2018, nimmt Odermatt 32 Hundertstel ab und wird Zweiter. Noch schneller ist Mayers Landsmann Vincent Kriechmeier. Der 29-Jährige feiert nach Kitzbühel seinen zweiten Saisonerfolg im Super-G und damit auch den zweiten Sieg hintereinander. Heute hat die Schweiz ihr oranges Wunder erlebt. Sogar das Matterhorn verschwand im Wüstenstaub. Ein Gruß aus der Sahara, der Berg und Tal in ein einzigartiges Licht tauchte. Kein Instagram-Filter könnte das besser. Hier die schönsten Bilder und Videos, geschickt von Zuschauerinnen und Zuschauern. Und hier geht's weiter mit Meteo und dann folgt die göttliche Ordnung. Fast schon ein Muss für alle, die ihn noch nicht gesehen haben, wenn ich das ausnahmsweise anfügen darf. Und wir sind zurück mit der Spätausgabe um 21.45 Uhr. Bis dann und einen schönen Abend.